herzlich willkommen zu diesem neuen Tag. Eine Sache, die in Spanien echt seltsam ist, ist, dass die Höhe der Lichtschalter nicht genormt ist. Ich suche jedes Mal in jedem Zimmer. Ich meine, der Lichtschalter ist hier, ja, hier unten. Und im anderen Zimmer ist er hier oben. Jedes Mal, wenn ich reinkomme, so... Ach, scheiße, Mann, wo ist denn der Lichtschalter? Ich meine, ganz im Ernst, das ist locker die deutscheste Bemerkung aller Zeiten. Du kommst nach Spanien. Yo, die Lichtschalterhöhe ist nicht genau. Aber es ist mir auch aufgefallen. Ich finde den Lichtschalter nicht jedes Mal. Das ist richtig strange. Du genießt das ist, ein bisschen Mango. Ja, Alter, das ist so nice. In Spanien gibt es halt im Vergleich zu Deutschland richtig günstig gute Früchte. So, das ist eine ganz frische Mango, schau wie gelb die ist. Und die sind halt viel kleiner, aber richtig lecker. Ja, sehr süß und voller Energie für den Tag. So, heute geht's los auf den MWC. Wir fangen direkt an um 8.30 Uhr mit einer Pressekonferenz von Sony. Das ist in der Stunde und deswegen... Was hat sich Sony nur dabei gedacht, ganz ehrlich? Also MWC, Matze hat sich auch schon beschwert. Auf geht's. Ich darf es ja anmachen, oder? Was ist aus? Oh. Ja, geil, Kamera steht nicht raus. Ich find's cool. Ist schon, vor allem 4K-Display ist schon hart. Und fast 1000 FPS. Ja, ist das cool. Also, ich habe ja nicht so ein Riesenproblem mit den Sony-Smartphones wie andere. Also, ich find's schon cool irgendwie. Und Preis geht ja auch noch klar. Was kostet es denn? Ich glaube 750 Euro. Ist okay. Now I don't do drugs. Yes, I don't give a fuck. But I know a few who use who have to give it up. But I know a few who use cause they sick as fuck. But I know a few who just do. Not too trivial. My homie who had cancer. True, he had to give a nut. Plus he had that flu bug. Everything he chewed was up. You don't have to answer. Came from just a few puffs. If you ain't got the answers, cool, then why would you judge? Homegirl had a tumor. She has to do without a part of her brain. For her pain, pharmaceutical. She used to misuse them, true, till she threw them out. So she burns a few nugs. Who are you accusing now? I ain't talking coke, cause that's some dumbass shit. Oh, when you smoking till you a dumbass shit. What about those white coat type that only writes notes to get you high off this ass NASDAQ shit? Now I ain't that dense, spare me the lesson. Kids with cheeks and dare on some antidepressants. I ain't trying to scare you, but dare you to question. I'm saying just be careful. Es war ja so dope, es war ja so cool. Es war genau dasselbe vom Video her wie The Space Race in dem Musikvideo. Aber dadurch, dass du dich wirklich über Kopf gedreht hast und wirklich im Kreis gedreht hast und dann das ganze Ding noch gewackelt hat, war es so viel besser als das Musikvideo. Ich bin komplett begeistert. Falls ihr mal die Möglichkeit habt, das zu machen, macht es. Es ist geil. Geil, dann immer mal. Ich finde die so geil. Beste Vorspeise aller Zeiten. Einfach teuer. Das ist gut, ja. Wir sind jetzt hier und essen was. Besser gesagt, ich habe schon gegessen, eine Pizza. Und die haben locker 30 Minuten auf ihr teures Essen gewartet. MWC und Essen ist halt eine stressige Sache. Nee, gar nicht. Es scheint natürlich mal ein Presseticket und kein Exhibition-Ticket. Da kann man nämlich in der Presse-Area kostenlos essen. Aber... Da haben nur Leute, die einen Blog haben, der mehr als 1000 Aufrufe im Monat hat. Als YouTuber kommt man da nicht hin. Mit mehreren Millionen Aufrufen pro Monat. Von mir aus. Wir sind jetzt hier mittlerweile bei Nokia angekommen. Und es ist so ein komisches Gefühl, hier zu stehen, vor einem so großen Messestand von Nokia. Wer hätte jemals gedacht, dass es irgendwann jemals wieder dazu kommen wird, dass Nokia so einen fetten Messeauftritt hinlegt
weil, naja, in den Augen vieler und auch in den Augen von mir war die Firma einfach tot. Und was sie jetzt macht, ist quasi wie so ein Auferstehen von der Asche. Sie haben ein paar neue Android-Telefone, die ich mir ganz kurz angeschaut habe, und sie haben einen Remake rausgebracht hier vom legendären Nokia 3310. Ist ein bisschen neuer, sieht ein bisschen anders aus. Es hat mittlerweile ein Farbdisplay, aber man kann immer noch Snake spielen. Der Akku soll immer noch ewig halten und naja, es soll auch immer noch ziemlich stabil sein. Ich finde es an sich cool, dass so eine totgeglaubte Firma hier jetzt quasi nochmal einen letzten Anlauf nimmt. Es ist ja nicht wirklich Nokia, sondern es ist jetzt die neue Firma HND oder HMNM. Hab den Namen vergessen. Aber jemand hat halt quasi die Namensrechte dafür gekauft und macht damit jetzt weiter. Und da sind auch ziemlich viele alte Nokia-Mitarbeiter mit drin in dem Team. Und ich find's einfach cool, ganz ehrlich. Sowas miterleben zu können, toll. Kaufst du dir ein 3310? Auf jeden Fall. Du auch, oder? Welche Farbe? Pink. Ich wollte pink. Das Krasse ist aber auch echt, dass Nokia hier von allen so herzlich zurück willkommen im Smartphone-Business geheißen wird. Es ist hier absolut die Hölle los. Wenn man sich das mal anschaut, hier ist der einzige Teil des Standes, wo man das 3310 sehen kann als normaler Messebesucher. Und ihr seht ja, wie es hier aussieht. Komplett voll. Alles voller Leute, die das unbedingt miterleben wollen. Das Witzige ist auch, dass ich gerade noch so zwei Jungs beobachtet habe, die einen Hands-on drehen wollten mit dem Gerät. Einer war halt Kameramann und der andere hat halt die Moderation gemacht und hat das Gerät aus Versehen auf den Tisch fallen lassen. Hat der Kameramann zu ihm gesagt, hey, sei doch mal vorsichtig. Und der Moderator hat zurückgeantwortet, hey, kein Problem, das sind 3310. Wenn überhaupt, geht der Tisch kaputt. Now I don't do drugs, chronic ain't a cure. All they say you could get hooked on it. Maybe it ain't for all, maybe it ain't your call. Maybe it ain't so great, maybe it's excellent. Homie, I ain't so crazy, man, I did it so late. I was almost 30, truthfully, I was scared since there. I thought it hurt me, truthfully, I was prepared to be in my underwear. Singing, surfing, all I got was really hungry, self-aware. And thirsty, now I laugh a bit. Reminded me of rappers back in 96 with flat brim hats and fake accents from NY. Eine Sache, die mich übrigens jedes Mal wieder überrascht, wenn ich auf solchen Messen bin und Hoverboards fahre, ist, dass die alle komplett unterschiedlich sind. Also es gibt welche, die besser gebaut sind als andere, es gibt welche, die schneller sind als andere, es gibt welche, die viel kräftigere Motoren haben und so weiter und so fort, welche, die sich besser balancieren lassen. Und ich habe jetzt hier gerade eins, das sich unglaublich schnell drehen kann. Also wenn man nach vorne fährt, ist es nicht so unglaublich schnell, aber im Kreis, check this out. Also es ist wirklich, ich gehe mal hier, wo ich ein bisschen mehr Platz habe. Wow. Wow. Es ist ja so schnell. Ich will es gar nicht mehr hergeben, aber ich glaube kaum, dass ich das im Flugzeug mit nach Hause nehmen dürfte. Okay, jetzt versuchen wir mal unser Glück, denn auf Messen werden ja oft Sachen verlost. Und wir haben uns vorhin eingetragen bei GoPro, um eine Karma zu gewinnen, oder? Es ging um eine Karma. Karma oder eine Kamera? Entweder eine Karma oder eine Kamera. Irgendwas. Man konnte was gewinnen und man muss um 15 Uhr beim Stand zurück sein, um zu schauen, ob man gewonnen hat. Und wir dachten so, yo, wir sind locker die Einzigen, die sich da eingetragen haben, aber ja, die Konkurrenz ist ziemlich stark. Aber die Gewinnchance ist immer noch höher als online. Auf jeden Fall. Höher als bei einem normalen Giveaway. Wer glaubt ihr, ihr habt eine Chance zu gewinnen? Also ich bin typisches Glückskind, ich habe immer mal wieder was irgendwo gewonnen, also für mich ist nichts Besonderes, was zu gewinnen. Ich freue mich trotzdem immer wie ein kleines Kind. Ich bin typisches Pechkind, ich gewinne nie irgendwas. Es gibt so eine geile Story, wo Valentin und ich mal bei einem Oppo-Event eingeladen waren, um darüber ein Video zu machen. Wir wollten so Hands-on zum neuen Oppo-Smartphone machen und dann waren wir dort und da war auch ein kleines Giveaway, wir haben mitgemacht. Und Valentin hat einfach instant ein neues Oppo-Smartphone bekommen. Ja, das war echt krass. So, yo, lass mal da hingehen und den Hands-on machen. Ach, ich hab eins gewonnen, wie cool. Yes, guys, come on. GoPro, 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 GoPro. Das ist so bescheuert. Und trotzdem macht jeder was. The name starts with a D. It's not David around here. Lass uns gehen. Macht's gut! Ja.
glaube nicht, was ich hier gerade sehe. Hier werden Motorroller abgeschleppt. Was geht ab? Die kommen hier fett angefahren. Hier zu diesen Motorrollern, die illegal abgestellt wurden. Und dann werden die hier draufgeladen. Tja, verkackt, oder? Ja, Mist, ne? Tja, wer denkt, dass er mit seinem Motorroller vor falsch parken und abgeschleppt werden sicher ist, der hat nicht mit Barcelona gerechnet. Und damit sind wir jetzt auch mittlerweile raus beim Huawei Pressedinner. Ich muss jetzt, glaube ich, erstmal erklären, was hier gerade passiert ist, weil es tut mir leid, ich habe den Vlog ein bisschen vernachlässigt, aber wir sind von der Messe runter. Dann sind wir zu Pepcom gegangen, was so eine Veranstaltung ist, wo einzelne Firmen nochmal einzelne Produkte vorstellen und man auch was Cooles essen kann und so weiter. Die hatten einen richtig langen Tischkicker heißt das. Ja, genau. Sie hatten einen langen Tischkicker. War ziemlich cool. Nee, wir waren da so eine halbe Stunde und dann sind wir noch zum Huawei Pressedinner gegangen, wo ich glaube ich gar nichts gefilmt habe. Aber das ist ziemlich cool, mal die anderen Leute wieder so richtig zu treffen, richtig kennenzulernen, richtig in den Diskurs zu treten, sich ein bisschen zu unterhalten. Das war so schön. Und es war einfach richtig schön. So, tut mir leid, dass ich das nicht so richtig auf dem Kanal hier zeigen kann, aber es ist auch einfach albern, mit einer Vlogcam so irgendwie persönliche Gespräche mitzuverfolgen. Aber glaubt mir einfach, es war noch ein cooler Abend und wir sehen uns morgen wieder. Also macht's gut und bis dahin. Ciao. Now I don't do drugs, chronic ain't a cure. All they say you could get hooked on it, maybe it.